Ja, wir sind immer noch am Stadtpalais. Wie viel noch ein, da kehrten wir auch gerne mit der Uni-Traditionsmannschaft nach der Jahreshauptversammlung ein. Aber direkt neben dem Stadtpalais befindet sich das Gymnasium am Waldhof. Das hieß früher Barwing-Gymnasium. Und da haben wir die ersten Schritte unternommen mit Künstlern, für die das Elfenbein zu klein geworden war. Zum Beispiel Hans-Werner Olm, Ingo Appelt, Herbert Knebel, Olli Dittrich und Bastian Pastewka waren mit ihrer gemeinsamen Show da und natürlich auch Hannes Wader und wahrscheinlich noch ein paar andere. Die Mittel und Möglichkeiten waren begrenzt, aber die Hütte war meist voll und das ist ja auch eine schöne Sache. So, dann wollen wir mal gehen. Alles klar, bis die Tage.